absolut toll, dass er erklärt hat, also wir möchten eigentlich bei uns zu Hause arbeiten. Und da, wir kommen aus Anatolien, da gab es da, aus Andalusien, Andalus, aus Südspanien, da gab es aber keine Arbeit. Da konnte man als Bauer nur sehr wenig verdienen. Und dann haben die uns aufgerufen, wir sollen doch nach Deutschland kommen. Und haben uns da in die Zähne geguckt und dann, die haben uns da verkauft wie Sklaven. Ne? Jetzt sind wir hier und werden hier unter Druck gesetzt. Das ist nicht das, was wir eigentlich wollten und das ist eigentlich auch kein Leben. Unser Land hätte eigentlich auch genug Möglichkeiten. Aber das ist der Kapitalismus bei uns auch nicht zu. Also war total, der hat das aus dem Stegreif, hat er seine Lage da beschrieben und warum die eigentlich hier landen und dass das eigentlich auch nicht ihr Lebensziel ist, hier in Bochum am Fließband zu stehen. Und hat einen riesen Beifall bekommen, dass wir uns gemeinsam wehren müssen da gegen alle Angriffe. Und kriegt er dann die fristlose Entlassung. Und er flog dann raus. Ist dann kurze Zeit später nach Spanien zurückgegangen. Das war ein Erlebnis, das hängt mir heute noch in den Knochen. Dann bin ich nach Bochum gefahren, habe zwei Leute getroffen, die Sympathisanten der GOG waren oder im Solidaritätskomitee. Ja, die waren ganz anregend, vor allen Dingen, was mir damals geblieben ist, es waren Leute, die auf der einen Seite wirklich auch von ihrem sozialen Umfeld mir sehr nahe waren, wo ich merkte, sie nicht nur so Superintellektuelle, die nur über Marx und Revolution reden, sondern Leute, die so ein bisschen Ahnung hatten, einerseits von Marx, aber andererseits auch so eine Art, was man nennt, da ist so eine soziale Beziehung entstanden, wo man Eindruck hatte, auch könnte man sich vorstellen, mit denen zu arbeiten. Ja, und die erzählten auch, dass die Gruppe halt als Opel-Kollegen einerseits einen Kreis hatten, der sich regelmäßig traf, jede Woche, andererseits aber auch einen Kreis gab, der um die Gruppe herum sich traf, ein Soli-Komitee, wo dann so Leute mitarbeiteten, die halt solidarisch waren. Also ähnlich wie damals, wie das im Normal war, wie eine Parteistruktur. Und von meiner Erfahrung her, aber gerade auch mit Parteistrukturen, war immer so, dass das relativ so instrumentelle Beziehungen waren. Also die Leute von der Partei, die führten dann die Gruppe. Sie wissen, wo es lang geht und die dummen Arbeiter, und die wurden behandelt fast wie Kinder, die muss man aufklären. Mit Marx oder mit Lenin oder mit irgendwelchen. Und das war da von Anfang an nicht da. Ich bin damals mit mehreren Leuten von der Gruppe Oppositioneller Gewerkschafter aus der IG Metall ausgeschlossen worden, weil ich damals auf der Liste kandidiert habe, auf der oppositionellen Liste kandidiert habe und nicht auf der offiziellen IG Metall Liste. Da gab es eine bundesweite Ausschlusskampagne aus der IG Metall. Zunächst, also meistens dann mit dem Vorwurf gewerkschaftsfeindliche Organisation. Das konnten sie bei uns so nicht festmachen. Und bei uns hieß es einfach, mit eurem Versuch, eine Opposition in der IG Metall aufzubauen, versucht ihr hier die Gewerkschaft zu spalten. Dann hatte ich die Verhandlung gehabt. Und dann habe ich dann nur gesagt,
wenn diese rechten Betriebsräte sich weiterhin so verhalten, ihre Geschäfte nachgehen und nicht ihre Betriebspolitik, dann werde ich genauso wieder auf der Liste, auf der oppositionellen Liste kandidieren, wie ich jetzt auch. Bums, da war Todesurteil, raus, auf Wiedersehen und Arschlecken. Die wollen nur die Aufrichtung halten der Konkurrenzfähigkeit der deutschen Unternehmen. Das ist das zentrale Ziel und da geht auch kein Weg dran vorbei. Und alles andere ist gewerkschaftsschädigend. Das ist die Grundpolitik. Und das wird sich immer zwangsläufig mit den Arbeiterinteressen entgegenstehen. Which side are you? Es war immer ein zentrales Thema, die Arbeitszeit muss verändert werden. Und da standen ja auch große Teile der Belegschaft dahinter. Was meinen Sie denn zu der Forderung 35-Stunden-Woche? Das wäre nicht schlecht für uns, aber wer weiß, was noch kommt. Aber wann die durchkommen, was ja auch gefallen. Nun behaupten aber auch die Unternehmer, diese Forderung der IG Metall sei der Ruin der deutschen Wirtschaft. Das glaube ich nicht. Das wird ein bisschen übertrieben. Ne? Wäre ohne weiteres, wäre das drin. Würden Sie für die 35-Stunden-Woche streiken? Ja. Gab es harte Auseinandersetzungen, auch selbst unter den Vertrauensleuten. Ne? Ihr Arsch, wir haben auch manche Vertrauensleute haben wir dann beleidigt. Ihr Arschlöcher wollt nur Freischichten haben. Ihr wollt die, um dann eben länger arbeiten zu können oder samstags, sonntags arbeiten kommen. Und wir haben Theater gemacht. Ne? Wir haben mit Stangen gedroht. Ne? Also dann gibt es hier Randale. Ne? Wenn das nicht und es war eine knappe Entscheidung, aber wir haben es durchgesetzt. Das war der größte messbare Erfolg für uns. Vorher war die Arbeitszeit von Viertel vor sechs bis Viertel nach zwei bis Viertel vor elf abends. Und das haben wir dann umgeändert, Gott sei Dank mit ziemlich langem Druck. Das haben wir dann selber am eigenen Leibe gespürt. Das war schon eine Erleichterung, morgens um 6 Uhr anzufangen, 2 Uhr Feierabend, um 2 Uhr anfangen und dann abends um 10 Uhr Feierabend, eine Dreiviertelstunde eher. Das hab ich nie daran gedacht, dass das so viel ausmacht. Ne? Das war der letzte
die letzte Schub, wo eine spürbare Lebensverbesserung erkämpft worden ist. Ich mache das mal an so ganz einfachen Beispielen, versuche ich das mal deutlich zu machen. Die spontane Streikwelle zum Beispiel, die es 69 und 73 noch gab, die fand statt vor dem Hintergrund, es geht ständig aufwärts, Wachstum des Kapitals, und infolgedessen können wir immer mehr Anteil auch erkämpfen, wenn wir das nur mutig machen. Das war der Ausgangspunkt für die Basis sozusagen für diese Art von klassenkämpferischer Opposition, wie sie sich damals entwickelte. Und gut, das ist jetzt, ich sage jetzt mal, dieser Kapitalismus entwickelt eine Dynamik sich verschärfender Krisen. Das dauert eben seine Zeit. So ein Zyklusdauer ist nach wie vor ungefähr 10 Jahre, sage ich mal. Ne? Kann ein bisschen weniger, ein bisschen länger sein. Aber diese Krisen kommen regelmäßig wieder und die werden teilweise deutlich schärfer. Hier in Westdeutschland war nach dem Nachkriegsboom 66 die erste kleine. Die Arbeitslosigkeit verschwand wieder relativ schnell. Nach 74, 75, nach der Krise, blieb die. Verdoppelte sich in der Krise Anfang der 80er Jahre, wo ich auch arbeitslos wurde und plötzlich eine ganz andere Situation. Ich war da 2 Jahre arbeitslos und kriegte nichts. Und es waren dann über 2 Millionen Lohnarbeitslose. Und das hat die Situation komplett verändert. Komplett verändert. Damit, speziell auch in der Industriearbeiterschaft, wurde natürlich spürbar und erfahrbar, dass es keine Sicherheit gibt, ne? Und dass es nicht immer aufwärts geht und so weiter. Wir hatten so Krisen da, so 78, 79, ne? Also wo dann irgendwie es um 2000 Kündigungen ging und wo dann nichts mehr ist mit Kapitalismus muss weg, sondern das war immer noch unsere Antwort darauf, aber die Kollegen sagen hier, wir wollen Arbeit haben und bei Opel. Ich glaube, die ganze Lage ist damals irgendwie ist ja Unmut gewesen. Die Studenten waren mehr daran interessiert, Karriere zu machen. Die Aufmerksamkeit war nicht mehr vorhanden. Und so ist in der ganzen Bundesrepublik ist auf einmal so eine andere Politik eingetreten. Auch die Wählerei der CDU ist alles so ein Klatsch gewesen.